Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Kabelsalats, zu meinem neuen Video. In diesem Video möchte ich mal wieder ein bisschen back to the roots, und zwar zum Thema Haussteuerung zurückkehren. Und zwar habe ich mir überlegt, jetzt mal endlich mein Garagentor an die Haussteuerung anzubinden. Es ist zwar ein etwas kleineres Projekt, aber für den einen oder anderen sicherlich doch ganz interessant. Ja, und da das letzte Video mit 40 Minuten ja doch so ziemlich jeden Rahmen hier gesprengt hat, habe ich gesagt, dieses Video muss jetzt mal endlich etwas kürzer werden, deshalb lege ich jetzt auch direkt los. Also, was habe ich mir überlegt? Ich habe ein ganz normales Rolltor mit Motor, an dem Motor ist auch schon ein Schalter angeschlossen und ich habe auch einen Handdrücker im Flur liegen. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es ja auch ganz cool, das Ganze direkt per Sprachsteuerung machen zu können. Heißt, ich bin gerade auf dem Weg nach unten und sage dem schon mal, hier Alexa, mach schon mal das Garagentor auf und dann, wenn ich rauskomme, ist das Tor schon offen. Ich kann direkt rein und direkt losfahren. Also, wir haben den Motor, dann haben wir da schon einen Schalter dran. Und wir hätten jetzt gerne eine Möglichkeit, mit einem Gerät diesen Motor zu steuern. Da habe ich mir überlegt, der Schalter ist schon da, das heißt, der Anschluss für den Schalter ist schon da. Also können wir mit einem Relais einen parallelen Schalter dazu simulieren. Um die ganze Schaltung möglichst einfach zu halten, habe ich mir gedacht, nehme ich auch direkt einen ESP. Der ESP hat WLAN direkt on board. Einzige Voraussetzung dafür ist natürlich, dass das WLAN auch bis zur Garage reicht. Ich musste dafür noch einen Repeater anschaffen, aber da das eh ganz angenehm ist, wenn man auch im Garten WLAN hat, war das Ganze keine große Überlegung und ich habe so direkt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, und so ist es mir dann möglich, von der Haussteuerung ein Signal per WLAN an den ESP zu schicken. Der ESP empfängt das und schaltet dann entsprechend für eine Sekunde das Relais. Also er schließt den Stromkreis für eine Sekunde, öffnet ihn danach wieder und das ist dann das gleiche Signal, als wenn jetzt drin einer auf den Taster drückt und ja, das Tor fährt rauf oder zu. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Der Aufbau ist wirklich einfach. Nichtsdestotrotz zeige ich euch das Ganze jetzt noch einmal im Detail. Ja, hier seht ihr jetzt erstmal alle benötigten Teile. Und zwar haben wir jetzt hier einmal einen ESP. Genauer gesagt ist das ein D1 Mini. Den habe ich jetzt einfach genommen, weil wir brauchen nur einen Pin. Das Ding hat direkt ein WLAN on board. Das Ding hat ein Micro-USB, also alles, was wir brauchen. Und ist nebenbei schön klein. Dann habe ich hier noch eine Relaiskarte. Die ist leider eine Doppel-Relaiskarte. Das zweite Relais ist also eigentlich zu viel. Ich hatte keine Einzelrelais mehr hier und wollte jetzt nicht extra auf eine Bestellung warten. Deshalb habe ich gesagt, es geht auch mit einem Zweierrelais, das kriegen wir auch unter. Und die Arbeitsweise ist ja die gleiche. Dann noch hier drei Jumper Wires. Ja, und das war es prinzipiell eigentlich auch schon. Heißt, wir nehmen als erstes den ESP, schließen jetzt hier unten an 5 Volt und GND die ersten zwei Pins an. Und jetzt wäre naheliegend, direkt den daneben liegenden D4 zu nehmen. Dann hätte man schön die drei direkt nebeneinander. Aber das Ganze hat einen Haken. Der D4, der bekommt leider beim Einschalten immer einen Schaltimpuls. Egal, ob ihr Strom drauf gebt, ob ihr ein Reset gebt, beim Boot kriegt er immer einen kurzen Impuls. Dieser Impuls geht weiter ans Relais, das heißt, das Relais schaltet. Und wenn das Relais schaltet, fährt das Garagentor rauf oder runter. Heißt, wenn ihr einen Stromausfall habt und der Strom kommt wieder, geht euer Tor auf. Das will man natürlich nicht. Deshalb nehmt den Pin 2, wie ich das auch gemacht habe. Dann hat man hier zwar eine kleine Lücke, die tut aber nicht weh. Und dann ist das Ganze die Arduino GPIO 4. Die ESPs haben ja immer etwas versetzte Nummern. Das heißt, was hier D1 ist, ist nicht in der Arduino GPIO-Liste auch die 1. Das heißt, hier muss man mal auf die Pin-Belegungen nochmal gucken. In dem Fall ist es aber so, D4 ist GPIO 2 und D2 ist der 4er. Die sind also von der Nummerierung her einfach vertauscht. Dann schließen wir das Ganze jetzt hier einfach noch ans Relais an. Den 5-Volt-Anschluss an VCC. C, GND an GND und den D2 hier an den Datapin vom entsprechenden Relais. Und dann sind wir eigentlich mit dem Hardwareaufbau auch schon fertig. Ja, wie ihr seht, der Hardwareaufbau ist nun wirklich super simpel. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist das Sketch auf den ESP zu flashen. Den Download-Link vom Sketch findet ihr wie immer in der ausführlichen Anleitung. Die ist einmal oben in der Infobox verlinkt und natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Das Sketch müsst ihr einfach nur herunterladen, mit der Arduino IDE öffnen. Und das Einzige, was ihr darin anpassen müsst, ist im Konfigurationsbereich einmal eure WLAN-ID und euer WLAN-Passwort. Wenn ihr einen anderen PIN als den D2 verwendet, könnt ihr auch da noch die PIN-Nummer anpassen. Sollte eure Arduino-Software noch nicht für die Nutzung mit ESPs eingerichtet sein, dann verlinke ich euch hier oben in der Infobox auch nochmal diese Anleitung, wie ihr die Arduino IDE für ESPs, NodeMCU und den D1 Mini und so weiter kompatibel macht. Ja, da müsst ihr nur noch, wie gesagt, das Sketch runterladen, die Parameter anpassen, dann einmal per USB den ESP anschließen, auf Upload klicken
Und dann war es das auch schon, dann seid ihr damit auch schon fertig. Ich habe jetzt hier mir direkt noch ein kleines Gehäuse für das Ganze gedruckt. Das Gehäuse ist jetzt, ich weiß nicht warum, aber das hat hier so komische, ich schätze mal, Verbrennungen erlitten. Ansonsten hat der Druck aber eigentlich ganz gut geklappt. Weiß nicht, was er hier mit dem Filament hatte, ob das Filament nicht okay war, ob der Drucker kurz gespackt hat. Das Gehäuse hat auf jeden Fall wunderbar funktioniert. Hier habe ich jetzt auch schon 3 mm Gewinde eingelassen. Das sind einfach so kleine Messinghülsen. Die drücke ich immer einfach mit dem Lötkolben einmal kurz rein. Finde ich etwas angenehmer, als mit selbstschneidenden Schrauben oder so zu arbeiten. Die verkraften es halt wenigstens auch, wenn man mal die Schraube öfter rein und raus dreht. So, hier habe ich jetzt schon beidseitiges Klebeband drin. Das heißt, hier kleben wir jetzt einfach den ESP drauf, weil der D1 Mini hat leider keine Schraublöcher. Insofern können wir den auch gar nicht anders hier mal montieren. Die Pins biege ich einfach ein bisschen runter. Das Gehäuse habe ich nämlich sehr flach designt. So, und die Relaiskarte kommt jetzt hier hin. Ein platzsparendes Gehäusedesign ist immer schön, außer für den, der es zusammenbauen muss. So, jetzt haben wir das Gehäuse eigentlich schon montiert. Ich lasse den Deckel mal noch offen, weil hier müssen wir gleich nochmal dran, um das Kabel vom Motor anzuschließen. So, hier seht ihr jetzt die Anschlüsse. Einmal USB, um das Ganze mit Strom zu versorgen, und hier einmal die Relais. Hier kommt also gleich das Kabel rein, was zum Motor geht. Und von hier können wir das Ganze dann noch festschrauben. Deshalb lasse ich jetzt den Deckel auch erstmal noch offen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal runter in die Garage und ich zeige euch das Ganze direkt live. Hier sind wir jetzt in meiner Garage. Hier ist der Motor. Ich habe jetzt soweit schon mal alles vorbereitet. Hier ist also die Relaiskarte mit dem D1 schon mal am Strom angeschlossen. Hier ist der Motor. Den ziehe ich jetzt sicherheitshalber einfach schon mal aus der Steckdose raus, weil wie immer bei Arbeiten am Strom keine Spannung anliegen haben. Der ESP bzw. gerade die Relaiskarte braucht jetzt aber noch einmal kurz Strom, weil wir müssen wissen, welche der beiden Ausgänge jetzt gerade verbunden sind, weil das Relais verhält sich ja wie ein Wechselschalter. Das heißt, in dem Moment, wo die Haussteuerung den Schaltimpuls gibt, wechselt der einmal von dem einen Ausgang auf den anderen für eine Sekunde und schaltet dann wieder zurück. Das heißt, wir dürfen jetzt gleich nicht den Ausgang verwenden, der dauerhaft den Durchgang hat, sondern wir müssen den nehmen, der nachher den Impuls abkriegt. Dafür habe ich jetzt hier schon mal das Messgerät, das stelle ich jetzt mal auf den Durchgangsprüfer. Das ist hier dieses Logo, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. So, ich glaube, es ist scharf. Wenn ich jetzt die Drähte aneinander halte, dann piept das Ganze. Und wenn ich jetzt hier mal an der Karte, wir nutzen hier das Relais 2, also müssen wir dieses prüfen, diese beiden Pins nehmen, dann sehen wir, es piept nichts. Und wenn ich jetzt aber den inneren nehme, genau, dann piept's. Das heißt, der Impuls liegt auf dem äußeren Pin an. Das heißt, an dem mittleren und an dem äußeren Pin vom zweiten Relais schließen wir jetzt das Kabel an, was nachher an den Motor geht. Kabel habe ich mir hier schon mal zurechtgelegt. Da habe ich einfach eine alte Boxenleitung genommen. Die ist ein bisschen dick eigentlich, aber lieber den Kabelquerschnitt zu dick wählen als zu dünn. So, jetzt haben wir die Adern so ungefähr 3 mm, schätze ich, abisoliert. Jetzt ziehen wir hier auch mal kurz lieber den Strom raus. Sollte zwar in der Regel nichts passieren, aber sicher ist sicher. Und dann können wir jetzt hier vorne durch das Loch im Gehäuse einfach die Kabel in den entsprechenden Pin drücken, wenn er denn aufgeschraubt wäre. Einmal auf den mittleren Pin. Der mittlere ist in dem Fall beschriftet mit COM. Also in meinem Fall jetzt den COM2. Und dann gibt es einmal einen NC1 und einen NO1, wenn ich das so richtig lese. Das ist dann, schätze ich, einmal Open und einmal Close. Das heißt, ohne Betriebsspannung ist er immer Close. Und mit einem Schaltimpuls öffnet er. Heißt, wir gehen jetzt an den NO2, weil das jetzt der Pin ist, wie gesagt, der den Schaltimpuls bekommt. Die beiden sind jetzt schon angeschlossen. Jetzt müssen wir mal gucken. Das hier ist das Kabel, was vom Schalter für das Garagentor kommt. Jetzt schauen wir uns das Ganze hier mal von innen an. So, und dann sehen wir jetzt hier oben, kommen die zwei Adern auf diese Steckkontakte. Das heißt, hier können wir jetzt einfach das Ganze einmal aufklippen und diese beiden Adern hier rausziehen.
Weil an die beiden muss jetzt unser Relais einfach mit angeschlossen werden. So, dazu schätzen wir jetzt mal ungefähr ab. Sagen wir mal, wenn wir den gleich wirklich hier befestigen, das passte von den Maßen ganz gut, da kann man den auch festmachen. Und dann können wir das Kabel hier kürzen. Und diese Seite isolieren wir jetzt ein bisschen länger ab. Da müsst ihr einfach mal gucken, wie das bei eurem Motor ist. Die meisten Motoren sind sicherlich mit einer Schraubklemme. Aber da orientiert ihr euch einfach an dem Anschluss, wie euer derzeitiger Schalter auch angeschlossen ist. Das Relais arbeitet in dem Fall haargenauso wie der Schalter auch. Jetzt schauen wir mal, ob wir die auch alle zusammen wieder da reinkriegen. Verdrill das Ganze hier jetzt einfach mal ein bisschen. Aus irgendeinem Grund klemmt er das nicht richtig ein. Und jetzt scheint es zu halten. Jetzt machen wir das gleiche nochmal mit der anderen Seite. So, und das war es eigentlich auch schon. Können wir hier die Klappe direkt wieder zumachen. Dem D1 Mini gebe ich jetzt mal direkt schon wieder Strom. So, und den Garagentormotor können wir jetzt auch wieder anschließen. So, ich bin jetzt mal ein bisschen näher an die Kamera gekommen, damit ich euch jetzt gleich auch mein Handy zeigen kann. So, hier seht ihr jetzt meine Haussteuerung. Hier seht ihr direkt, habe ich schon das Garagentor eingetragen. Und wenn ich jetzt hier auf Aufdrücke, hört man im Hintergrund das Relais schalten und das Garagentor fährt hoch. Wenn ich jetzt nochmal auf Aufdrücke, stoppt das Tor. Und wenn ich jetzt auf Zudrücke, fährt das Tor auch wieder runter. In dem Fall ist das Auf und Zu allerdings ziemlich egal. Also ich kann beide Knöpfe bedienen. Das tut nichts zur Sache, weil der Motor kennt nur einen Tastendruck. Er kriegt vom Relais ja immer das gleiche Signal. Insofern rauf und runter ist völlig gehüpft wie gesprungen. Also es ist immer je nach Zustand des Garagentors. Wenn es fährt, stoppt es. Wenn es zu ist, geht es auf. Oder beziehungsweise wenn es das letzte Mal runtergefahren ist, geht es nach dem Stopp wieder hoch. Und andersrum das gleiche Spiel. Ich kann das Ganze jetzt auch per Sprache bedienen, wenn ich jetzt hier mal die Alexa-App aufrufe und jetzt einfach mal sage, schalte Garagentor ein. Seht ihr, funktioniert das auch wunderbar. Und genauso, schalte Garagentor aus. Der Nachteil hier ist jetzt, wie gesagt, das Aus und An funktioniert nicht so, wie man das sonst bei Lampen kennt. Das heißt, das Aus hat jetzt nur gestoppt, also müssen wir es nochmal machen. Schalte Garagentor ein. Ja, und ihr seht, das Ganze funktioniert wirklich zuverlässig und ich zeige euch jetzt drinnen noch eben kurz, nachdem ich hier aufgeräumt habe, wie das Ganze in der Haussteuerung zu konfigurieren ist und dann war es das auch schon. Hier seht ihr jetzt meine Haussteuerung und das erste, was wir jetzt brauchen, damit wir das neue Gerät in die Haussteuerung einbinden können, ist ein neuer Sendertyp. Ein neuer Sendertyp ist deshalb notwendig, da es sich jetzt gerade nicht um ein Intertechno-Gerät oder ein normales Gerät handelt, welches wir per Funk-ID einbinden können, sondern ich habe hierfür ja jetzt einen neuen Sketch entwickelt, der den Schaltzustand des Relais für nur eine Sekunde umstellt und dieses Sketch hört auf den Parameter Shift. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt hier mal auf die Einstellungen, dann wechseln wir in den Reiter Parameter. So, und ich habe das jetzt hier schon mal vorbereitet, wie ihr gesehen habt. Ich konnte das Garagentor ja schon per Sprache schalten. Und zwar habe ich dafür angelegt einen neuen Garagentor-Sender. Da habe ich hier den Namen einfach nur eingetragen. Und hier unten habe ich gesagt, neuer Parameter. Den Parameter nennt ihr dann Shift. Die Art reicht Zahl 0 oder 1. Es sollte auf jeden Fall eine Zahl sein, weil wir immer noch sagen Fix, Je, Control. Und was wichtig ist, ist Standard an, aus. Diese beiden Haken müssen gesetzt sein. Den Optionalhaken nehmt ihr raus, weil es ein Pflichtparameter ist. Und dann sagt ihr Speichern. Ich lasse das Speichern jetzt, weil ich habe den Parameter ja schon angelegt. Und dann sieht das Ganze bei euch in der Konfiguration so aus. So, diesen Parameter können wir jetzt hier in der Basiskonfiguration danach verwenden. Und zwar legen wir einen Garagentor-Sender in den Sendereinstellungen an. Dazu gehen wir wieder auf Neuer Sender anlegen.
geben dem Gerät hier einen Namen, tragen hier die IP von dem Gerät ein, die wir in den Einstellungen für das WLAN getroffen haben. Die Etage und das Zimmer sind optional. Wenn ihr die beiden leer lasst, hat das erstmal keine großen Auswirkungen. Wenn ich dann aber über Gruppenschaltungen zum Beispiel sage, schalt draußen alles aus, wüsste er halt nicht, dass das Gerät draußen ist und würde das deshalb nicht berücksichtigen. So, und dann haben wir hier noch den Typ. Und da ist es wieder wichtig, hier müsst ihr jetzt euren neu angelegten Sendertypen auswählen, damit er weiß, welche Parameter stehen bei dem Gerät zur Verfügung. Den Standardhaken könnt ihr rausnehmen und dann sagt ihr Speichern. So, und wenn ihr die beiden Schritte durchgeführt habt, könnt ihr jetzt unter Geräte, ich wechsle mal eben auf meine Spielwiese, um euch das im neuen Zustand zu zeigen. So, durch Klick an eine beliebige Stelle können wir jetzt hier ein neues Gerät anlegen. Dem Gerät geben wir jetzt einfach mal den Namen Testtor. Ein Zimmer kann ich jetzt hier nicht auswählen, weil ich einfach für die Etage Spielwiese keine Zimmer angelegt habe. Ich sag mal als Geräteart Jalousie, hier drüber wählt man nur das Icon aus, mit dem das Gerät nachher angezeigt wird. Ich denke mal, Jalousie kommt einem Rolltor immer noch am nächsten. Und dann möchten wir das Ganze nicht mit dem Standardfunksender ansteuern, sondern mit dem Garagentorsender, den wir gerade in den Basiseinstellungen angelegt haben. Und dann sage ich Speichern. Jetzt sehen wir hier oben, ist das Testtor angelegt und hier unten ist die Konfiguration auch immer noch geöffnet. Jetzt haben wir hier, nachdem er auch weiß, dass es der Garagentorsender ist, auch den Parameter, den wir vorher in den Parametereinstellungen definiert haben, und zwar den Parameter Shift. Hier können wir jetzt auswählen 0 oder 1. Was ihr hier auswählt, ist völlig egal. Er braucht einfach nur eine Zahl. Als kurze Erläuterung noch zu dem Shift-Parameter. Eigentlich bräuchten wir hier gar keine Zahl mitsenden. Also allein die Tatsache, dass der Parameter Shift mitgesendet wird in der URL, würde dem Sketch eigentlich schon reichen und er würde das Relais schalten. Wir hätten also auch den Standard an Aushaken in den Sendereinstellungen weglassen können. Das hätte aber den kleinen Nachteil, dann würde die Sprachsteuerung nicht funktionieren. Die Sprachsteuerung funktioniert nur bei Geräten, die auch die Standard an Aus-Logik benutzen. Und deshalb habe ich einfach gesagt, okay, dann schicke ich einfach prophylaktisch hier eine 0 mit. Wenn man auf Aus klickt, kriegt er halt minus 0. Macht auch keinen Sinn, aber ist halt so. Und bei An kriegt er die plus 0. Das ist dann also die gleiche Logik wie bei den Funk-IDs, hat hier aber gar keine Bewandtnis. Wie gesagt, der Parameter wird einfach nur als Zahl mitgeschickt, damit das Ganze nachher auch mit dem Amazon Echo funktioniert. So, wir haben jetzt hier auf Speichern geklickt und haben jetzt hier unser Testtor fertig konfiguriert. Es ist jetzt, wie gesagt, egal, welchen der beiden Knöpfe ich drücke. Das Tor fährt rauf, runter, je nachdem, in welchem Zustand es sich gerade befindet. Und sobald ihr jetzt hier die Auf- und Zu-Buttons in eurer Steuerung seht, ist das ganze Gerät auch sofort per Sprachsteuerung bedienbar. Das Einzige, was noch sein kann, ist, dass ihr eventuell mal eben sagen müsst, Alexa, Geräte erkennen. Dann startet er die Suche neuer Geräte, wird wahrscheinlich sagen, dass er keine neuen Geräte gefunden hat, zumindest wenn ihr den Suchlauf schon mal gestartet habt vorher. Er aktualisiert dadurch aber trotzdem nochmal die Geräteliste und dadurch habt ihr das neue Gerät ab dann auch sofort zur Verfügung und könnt dann einfach sagen, Alexa, schalte Testtor ein. Ja, ich denke, damit sollte jeder in der Lage sein, dieses Projekt jetzt bei sich zu Hause nachzubauen. Wie gesagt, oben in der Infobox findet ihr auch nochmal den Link zur ausführlichen Anleitung, genauso unten in der Videobeschreibung. Solltet ihr trotzdem noch irgendwelche Fragen haben, könnt ihr euch natürlich gerne jederzeit über die E-Mail support@smarthomeyourself.de an mich wenden. Ich helfe euch, wo ich kann, immer gerne weiter. Ja, dann war's das mit dem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt, wenn es euch gefallen hat. Sollten euch die Themen Haussteuerung mit Arduino, ESP, Raspberry Pi etc. interessieren, abonniert auch gerne meinen Kanal. Klickt direkt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Solltet ihr noch Wünsche oder neue Ideen haben, die ihr gerne mal in einem meiner Videos sehen wollt, könnt ihr die gerne jederzeit an support@smarthomeyourself schicken. Ein paar habe ich jetzt noch in der Pipeline, die sind schon teilweise in der Vorbereitung, ein paar sind bisher nur in meinem Kopf. Ich denke, da wird noch das ein oder andere Interessante für euch dabei sein. Und ansonsten würde ich mich jetzt einfach verabschieden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen und sag einfach mal bis zum nächsten Video. Ciao!